Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 3D World. Am letzten Part haben wir Welt 1, 1, 2, Welt 1a und Welt 1, 3 erledigt. Heute machen wir mit Welt 1, 4. Was auch Spaß mit Plessy weiter. Wasserspaß mit Plessy. Hallo Plessy. Reite auf Plessy zum Ziel. Bewege L oder nach oben, um zu beschleunigen und nach unten, um abzubremsen. Drücke B oder Steuerkreuz nach unten, um zu springen. Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springst Plessy höher. Bewegt sich schneller, wenn du mit wenn die anderen Spieler mithelfen. Bereit? Dann los! Yeah! Wie springen wir? Wir nehmen die ganzen Münzen mit hier. Super! Oh, top! Oh, top! Die Sterne haben wir mitgenommen. Dann gibt es da so eine kleine Beschleunigungsspur. Die nehmen wir auch noch mit. Da oben ist ein One-Up. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh yeah! Geil! Die Kamera. Hier rein, hier rein, hier rein. Wir müssen das Level X zweimal spielen wegen der Green Stars. Oh, und jetzt haben wir noch die Sterne mitgenommen. Kriegen wir noch ein One-Up? Leider nicht. Aber den Grünstern kriegen wir. Eine perfekte Runde mit Plessy. Und nun zeige ich euch noch, was ihr machen könnt. Er winkt uns zu, wie süß. Wir können ihn streicheln. Da freut er sich. Leider ist die Kamera so blöd. Oh, er hat sich zu uns gedreht. Kamera. Geht das nicht? Oh, nur für Plessy. So. Gucken wir nochmal in die Palmen hier. Eine Münze. Und in die Gebüsse. Ob da Münzen sind? Ja. Na dann. Vielleicht hätte man noch ins Wasser gekonnt. Doch, egal. So, und jetzt Fahrmastspitze. Dank Katzen Mario leicht zu erreichen. Eigentlich so leicht wie noch nie. So, wir sind hier wieder angelangt. Jetzt geht er den Stempel und das One-Up. Yeah! 16 Leben schon. Und das Level sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, jetzt einmal kurz springen. Jetzt müssen wir scharf lenken. Schon komisch, dass ich hier mal gefailt habe. Im ersten LP, glaube ich, ne? Die zeigt uns auf jeden Fall Rosso! Die bängeln dann hier zur Seite! Seht ihr das? Wie so ein Pinball. Und so kriegt man die Menschen denn nicht. Oh. Ich muss sagen, aber zum Vergleich zu Bowser Fury sieht Plessy dort besser aus als hier. Vielleicht in der, weil er da die Katzenform hat am Ende. Naja. Hallo Mario, geh in die Röhre. So, wir haben die erste Mal die Möglichkeit, ein Casino zu betreten. Mal los, was geht? Lass uns was abstauben. Spring gegen die Blöcke und drehe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten.
Pro 100 Münzen, die du einsammelst, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. So, auf Glück! Es sind 100 Stück, ein weiteres Leben. Yeah! Dann möchte ich mit euch mal die Oberwelt erkunden, denn das ist auch neu. Der Vorgänger, Super Mario 3D Land. Da konnte man es nämlich nicht, weil die Levelauswahl einem strikten Strich folgte. Werden wir jetzt hier beim Nachfolger Mario 3D World eine komplette Oberwelt haben, die noch ungemein wirklich gut aussieht. Lebende Objekte, die sich bewegen, Blöcke, die du betätigen kannst, Pilzhäuser, versteckte Münzen, all das auf der Oberwelt. Kleine Vögel, die hier landen. Man geht durch ein Blumenfeld. Hier ist auch so ein verstecktes Pilzhaus, da gehe ich jetzt nicht rein. Und hier am Ende der Map sind auch noch ein paar Münzen. Und ein Block. Kann man eigentlich hinter das Schloss gehen? Ja, man kann. Wir könnten auch schon den Boss machen. Weil wir genügend Sterne haben, aber egal. Es geht weiter mit Welt 1.5. Schalte an, Manege frei für Super Mario. So, Blöcke betätigt. Man darf diese Blöcke nur einmal betreten. Denn sonst werden sie wieder blau. Von Fragezeichenblöcken zu Ausrufezeichenblöcken. Das sind keine Blöcke, es sind Schalter. Sorry, Leute. Ich hab's falsch gesagt. Es sind Schalter. So. Du triffst mich nicht. Das sind kleine Bienengegner. Die wollen versuchen, mich zu stechen. Und wir haben ein neues Item. Ein altbewährtes, altbekanntes Item. Die Feuerblume. Mario kann immer zwei Feuerbälle hintereinander werfen. Aber es gibt kein Zeitlimit. Wie in den Vorgängern Super Mario Galaxy 1 und 2. Oder Mario 64. Das ist was Gutes. Denn dieses Spiel baut sich ähnlich wie Super Mario Bros. Auf. Nur in 3D. An sich sehr gut. Und hier ist der erste Greenstern. Wer hätte es gedacht, Leute? Geil. Halbzeit, Leute. Jetzt schon. So. Und den fetzen wir noch weg. Euch machen wir auch kaputt mit den Feuerbällen. So, ein Rückwärtssalto hier rüber. Danke. Ein Long Jump hier rüber. Ein... Oh, Mario, du Depp. Er hat's drauf geschafft. So. Eine Rückwärtsseite hier rüber. Perfekt. Und jetzt sind wir echt noch die letzten Plattformen mit dir warten, Protz. Genau. Diese beiden. Und die letzten hier hinten. Das gibt wieder 2000 Punkte. Und hier haben wir es mit ein paar roten Münzen zu tun. Wir kriegen alle 8. Das gibt noch eine Feuerblume. Yeah. War fast alle gekillt. Hier ist ein Grünstar drin. Feuerblume. Natürlich ist er da hinten ganz in der Ecke. Wir müssen alle Kisten zerstören. Yeah. Wir haben echt alles mitgenommen beim ersten Versuch. Geh weg mit deiner Magieform. Oh, schade. Ein Bumerang hätten wir den wahrscheinlich holen können. Oh. So, jetzt kann ich ihn killen. Ihn und seine Zauberattacken hier. Das war nämlich Kamek.
Barbosas engster Gefolgsmann und treuester Gehilfe schon von klein auf. Selbst den kleinen Barbosa Junior unterstützt er mit Leibeskräften, uns das Leben schwer zu machen. Und hier ist schon das Ziel. Doch wo ist der Stempel? Haben wir ihn vergessen? Ich hoffe nicht. Ah. Hä? Den kriege ich jetzt nicht. Betrug? Was soll das? Yeah. Mit Luigi, dem Pro-Spieler. Der übrigens wirklich für Spieler ist, die das schon können. Mit dem hole ich jetzt gerade den Stempel nach. Wichtig ist jetzt aber, ah, verdammt. Wir kriegen den trotzdem nicht, oder? Doch! Mit einem Wandsprung! Und da Luigi so hoch springen kann, erreichen wir den Stempel auch. Hätten wir das mit Mario auch geschafft? Das erste Captain Toad Rätsel. Jetzt exklusiv. In diesem Part. Captain Toad will hoch hinaus. Da sind wir schon als Captain Toad. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse zu überwinden und alle 5 Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Beweg die Kamera dabei mit Hilfe von R- oder Steuerkreuz-Tasten, um die Umgebung auf verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen. Also sei vorsichtig. Er kann nicht springen. Was zum Fick? Also hiermit sehen wir uns um. Das ist R. Mit Steuerkreuz gehen wir. Wir können aber auch die Bewegungssteuerung nehmen. Aber nicht aktiviert deswegen. Kleine Pustelblumen. Da ist schon der erste Green Stern. Durch Drücken von, was ist das nochmal gewesen? Durch Y können wir noch ein bisschen schneller rennen. Den aber schön durchdrücken. So habe ich früher schon mal gespielt. Und der Moment, wenn Leute dich einfach voll spammen auf WhatsApp. Ich sag es euch, Leute. Immer in unpassenden Momenten, ne? So. Da sehen wir schon, hier ist der dritte Green Stern. Hinter einer Wand versteckt. Der letzte ist oben und der vorletzte auch. Wichtig ist, wir dürfen uns nicht treffen lassen von diesen Para-Käfern. Den Punktekäfern hier. Die ein bisschen an Marienkäfer erinnern, oder? Gibt es in verschiedenen Farben, wie ihr seht. Rosa, blau, gelb, grün und rot. Captain Toad, Level beendet. Ich würde vorschlagen, ein Toad-Toast nehmen wir jetzt auch noch mit. Das allererste. Willkommen im Toad-Haus. Du kannst eine Schachtel öffnen. Sicher findest du darin etwas Nützliches. Nehmen wir die große oder die kleine? Natürlich die kleine, hat das meiste Loot. So, ich nehme also die Pilze und das Einzige, was wir wollen, ist die Katzenglocke. Wir haben genug Blumen hier. Und jetzt geht es zum ersten Bossfight in der ersten Welt. Freunde, 10 Green Stars sind von Nutzen, doch wir haben mehr als das. Wir haben 21, also 11 Stück mehr als benötigt. Los geht's! Als Luigi auch noch. Das wird spannend.
Das sind Bowsers Augen. Kriegen wir es hier mit Bowser zu tun? Seht ihr mein T-Shirt? Aus Bowsers Fury. Ich habe mir diese Edition mit dem T-Shirt gekauft. Sehr, sehr geil. Passt zum Blau meines Stuhls und zum Rot meiner Betrugsmütze so ein bisschen. Alles farblich passend. Geil. Na dann. Hier sind Fußbälle. Man möchte ans Fußballspielen anlehnen. So, ihr Golumbas-Zigger, weg hier. Die kann man durch Berührung wegschießen. Doch Achtung. Wenn sie rot sind, schießt bloß nicht dagegen. Und von diesen Münzen muss man 8 sammeln, damit der Grünstern herkommt. Noch eine Katzenglocke. Ich nehme lieber die Katzenglocken mit. Guck mal, ob hier oben noch was ist. Ja! Time! Was ein Secret, Leute! Durch Luigi aber springen wir sehr, sehr weit. Boah, geil gelöst. Und den Stempel bekommen. Dadurch, dass wir jetzt auch die Katzenglocke haben, kann Katzen-Uchi einfach dieses Katzenrad hier drehen. Katzentastisch! Hier oben ist ein Block. Ein großer Sprung und der Grünstern ist unser. Mario, der Allrounder, kann leider nicht so große Sprünge. Doch Ichi, er kann. Leider fällt er auch öfter als Mario. Und fällt mehr runter. Ah, oh, du Dummbatz. Geh mal da rauf. Endlich. Die Zeit ist auch mein. Oh! Das wäre fast mein Tod gewesen. Was für ein Schreck, ey. Komm, jetzt zeige ich euch das mal. Wir können mit der Hand hier einfach Blöcke kaputt machen. Womit wir, fragt ihr euch? Okay, ich sag's euch. R. Schultertaste. Was? Was? No! Was war das für ein Fail? Leute, was war das? Das ist wieder typisch Luigi. Weil er so weit und so hoch springt, rutscht er so ekelhaft herum. Und das hat uns letztendlich in der ersten Welt doch noch den ersten Tod gebracht. Bleibt es beim ersten? Wir müssen jetzt erstmal die Wand kaputt machen. Wir haben alle Grünsterne. Und bam! So. Ich erhoffe mir noch ein Item. Ist hier noch ein Item? Ein Item! Nein! Da kommt Bowser! Du Narr! Ich zeig dir, wer hier der Chef ist! Ich zeig dir auch, wer der Chef ist. Wie gesagt, wenn sie rot ist, nicht berühren. Bowser möchte uns mit seinem neuen Cabrio beeindrucken. Doch wir werden gegenstressen. Seid schnell genug, die Fußbälle zu berühren. Und euch passiert nichts. Doch da war wieder Luigi Schwungrutsche. Dafür die Blende nicht. Meine Karre, was machst du? Du Narr! Ich zerstöre deine Karre. Gib dir nicht so an mit deinem Mercedes. Okay? Seit Super Mario Bros. 2 sind wir doch eh Millionäre und können uns was viel Besseres leisten als du. Ja, das werden wir noch sehen. Meine Karre raucht, doch es macht dir Feuer unterm Arsch. Du ärgerlicher kleiner Knecht. Oha, du nennst mich ärgerlich ein kleiner Knecht? Du bist nur der Abklatsch von Mario. Ich wollte gegen ihn kämpfen, nicht gegen dich, du Schwachkopf. So, du hast also Luigi beleidigt, Bowser.
Doch glaub mir, er ist ein Pro. Er wird dich besiegen. Hier! Noch mehr Feuer für dich! Verbrenne! Die kriegen wir nicht. Nein, 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 nein! Oh! Oh! Doch noch erwischt! Jetzt springt er hier rauf. Oh! Na gut, warten wir kurz. Oh, Katzenlocke! Geil! Hätte nicht gedacht, dass wir noch ein Alten kriegen. Heftig! Doch nicht runterfallen. Yeah! Oh, was ist da passiert? Oh nein! Oh! Man sieht gar nicht, wie Bowser da ins Wasser fällt, aber man sieht, dass er verbrennt. Im Wasser. Sehr realistisch, Leute. Sehr realistisch. Alle Coins einsammeln, und bevor sie verpuffen. Sehr geil. Spannender Fight gegen Bowser in der ersten Welt. Time. Help me! Wir helfen dir. So. Coins eingesammelt. Oh! Ja. Und nachher wieder Mario benutzt. Geht ja gar nicht in seinem Rundgerutsche hier. Zack. Level beendet. Und damit haben wir die ersten Stempel der ganzen ersten Welt komplettiert. Eine Flagge müssen wir hier noch holen, dann ist die Welt zu 100%. Und es geht in die zweite. Das können wir aber später noch nachholen, Leute. Die Fee baut jetzt die nächste Röhre in die nächste Welt. Wie könnte die wohl aussehen? Ich sehe schon. Sandwelt. Geil! Das und viel mehr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.